Moinsen Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Vampire Stone 2 Ancient Blood. Wir sind mal wieder in einem Dungeon, in irgendeinem Schloss. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal hier gespielt habe. Ich weiß nur, ich habe hier leichte Frame-Einbrüche. Das kann daran liegen, ich bin gerade parallel am Hochladen. Ein Schalter! Boah, nee, ich muss so eine Scheiße machen. Oh ja, bleib mich am Mocker. Ich hatte ja hier das Problem, dass der bei einigen Türen, sag ich mal so, die sind zu. Und ich, naja, bin ich weitergekommen und jetzt habe ich gerade festgestellt, das sind nicht nur Dekotüren. Ich muss tatsächlich anscheinend jetzt Schalter umlegen. Boah, ist das eine Scheiße. Habe ich immer richtig Spaß dran. Oh nein, das heißt nämlich echt, wir müssen die Kacke suchen. Weiß ja, ich bin ja wirklich gut im Suchen und Finden. Obwohl, ich Waldo finde ich ganz schnell. Da bin ich richtig gut drinne. Ich finde auch Panda in einer Herde aus dem Black Metal raus. Black Metal. Genau. Black Metalern raus. Ich hab's echt irgendwie, keine Ahnung. Tötest du jetzt mal bitte genau die Viecher. Toll, jetzt ist Valnar eingefroren. Hau doch bitte Valnar, du hässliches Ding. Boah, worst dungeon ever, befürchte ich mal so. Mal abgesehen von der schäbigen Pyramide von Ustra. Toll, jetzt sind die auch noch geblendet. Hasse noch was auf dem Kasten. Hässlicher Wurzelpeter, ich hasse ihn. Sieht aus wie so ein Knollengewächs. Boah, lass mal gut sein. Nerv einfach nicht und stirb, du hässliche Knolle. Weißt du was? Du hast mich so geärgert, jetzt gibt's einen fetten Feuerball, Junge. Zauber treffen komischerweise so gut wie immer. Physische Angriffe nicht. Dabei bin ich auch genauso blind wie vorher. Eisbrocken! Und wir machen nochmal in Flames! Weil da ist das schon bereits gelähmt, versteinert, wie du es nennen willst, du dummes Stück. Oh, ich mag die Viecher hier nicht. Also das nervt mich. Nein, nein, nein! Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt gerade ganz, ganz, ganz schlecht. Um nicht zu sagen, das ist richtig beschissen. Ja, hau den bitte nochmal an. Vielleicht haben wir die Chance, dass einer der beiden. Das finde ich auch so dumm. Jetzt können die sich wieder befreien und bewegen, um diese Abschlussanimation zu machen, aber es sind immer noch versteinert. Gefällt mir mal gar nicht, aber ich schmeiß mal eben die ganzen Heilfiolen, die ich habe, raus. Zum Fenster schmeiß ich sie. Ja. So. Ein kleines Vieh macht auch Mist, sagt man ja so schön. Das ist ja jetzt hier natürlich eine richtig tolle Situation, Bagage. Ich weiß nicht, wie du es nennen willst. Lass mich hier erstmal in Ruhe. Ich will hier hoch. Weil in dieser. Ja, geh weg, Glubschi. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und es laggt, es laggt, es laggt, es laggt, es laggt. Geh weg, denn es laggt. Nein, 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 nein. Nein, böse. Genau, lauf mal gegen den Stein. So, kannst mich mal jetzt gewaltig am Arsch lecken. Erstmal gucke ich in diese Tonne und es ist nichts. Schade. Und da ist schon direkt wieder so ein Mofo. Nein! Geh weg! Geh weg! Nein, und ich lauf auch noch rein! Ja, scheiße. Welchen dicken, hässlichen Wurzel. Oh, Elaine ist wieder da. Das finde ich gut. Feuerball. Wieso? Jetzt kann ich ihn ja so angreifen. Ich bin ja nicht gelähmt. Geblitzt. Ach, du weißt schon. Blind. Gelähmt, geblitzt. Alles klar. Nein. Ach, geblendet heißt es auch. Okay. Dann blenden wir dich mal mit meiner Schönheit und mit einem geilen Giftfeuer. In der Hoffnung, dass du dir was Übles einfängst und mich in Ruhe lässt. Ach, Valnar ist auch wieder am Schlüssel. Der cool. Das finde ich schön. Ach, Gott sei Dank. Das macht mir immer so ein bisschen Sorgen, wenn da mehr als einer versteinert ist. Ach so, Elaine hat angegriffen. Ich wollte schon sagen, wir waren so unfähig. Ach, das ist Valnar. Valnar kann auch. Oh nein, jetzt ist sie verwirrt. Du sollst deinen Liebsten nicht angreifen. Du liebst ihn, Elaine. Du musst ihn pflegen. Na gut, wenn sie verheiratet wären, toll, sind sie allein schlafen, ist genauso scheiße. Ach, Kinnas! Aufstehen! Und das Monster macht was?
Oh Gott, ich glaube, das wird so eine Endlos-Folge wie bei Real-Life-Pokémon, wo dann einfach mal heftig Härtner eingesetzt wird. Ich könnte im Strahl kotzen. Ja, meine Haare ist wieder da. Alles klar. Schnetzeln. Einfach mal richtig ins Auge pieken. Gottchen, Gottchen, habe ich Frame-Einbrüche. Also, das ist aber jetzt aber ein Witz. Ich meine, hallo? Mal eben ein bisschen mit hochladen, das soll ja wohl gehen. Während ich mein Pastor noch aufnehme. Ich renne da immerhin nicht. Ach, verdammter Käse, was ist das jetzt? Penny wieder zweie weg. Also rein hypothetisch kann ich den Huso blenden. Und ich meine, es müsste eigentlich voll fett was ziehen und auch voll sehr, naja, leicht zu bewerkstelligen sein, denn das Ding besteht nur aus Augen. Und vielleicht ein paar Nazi-Nerven, ne? Sonst wäre es ja auch irgendwie strange. Boah, Alter, ich weiß, dass Elaine bekloppt ist. Die war in ihrem Haus. Deswegen brauchst du sie nicht die ganze Zeit verwirren. Ist doch noch scheiße. Ja, endlich mal weiß, dass die Viecher, die Gegner nerven mich hier echt. Ach, weil na, hättest du mal deine fische Sonnenbrille behalten. Anfalle, danke. Hätte ich auch, aua, unten bleiben können und dann entlang gehen können, weil ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, wie das jetzt hier aussieht. Warum bin ich denn hochgegangen? Ich weiß jetzt auch gar nicht, ist da irgendwo nochmal so ein Schalter, wo ich hätte jetzt drücken müssen, weil... Boah, ich sehe schon das Bruchstück. Und ich sehe auch sehr viel Scheiße wieder rumlaufen. Nein! Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ah toll, da unten... ist ein Schalterle. Ich bin ja jetzt doch arg verwirrt, ob ich denn jetzt nicht doch wieder oben rumlaufen muss oder ob das jetzt richtig ist, dass ich hier unten rumlaufe. Diese scheiß Schalter und diese Kackgegner, ey, das macht es mir echt nicht leicht, ne, mich dafür irgendwas zu entscheiden. Ganz klar, wir werden den Steinfuzzi erstmal angreifen, weil der mich am meisten nervt. Nein, nein, ja. Wir werden niemanden angreifen. Ah, so schön. Weißt du, die machen ja nicht mal was. Das finde ich ehrlich gesagt ja auch ganz gut, dass sie nichts machen. Aber es ist trotzdem scheiße, weil wenn der... Boah, Junge. Ich werde dir deine komischen Tentakel abfackeln. Das ist wieder eine sehr spannende Folge Wimpersone 2, Ancient Blood. Ich weiß, hallo, Alter, könnt ihr nicht einfach gehen? Holt euch ja irgendwas Lustiges. Ein bunten Bildchen vielleicht. Oder dann geht in den Optikerladen. Holt euch ein paar Brillen. Das wäre doch mal was Neues. Boah, Alter, das war knapp. Ich weiß auch gerade gar nicht, wer von denen war das. Oder können das auch noch die anderen Viecher? Nicht nur dieser dicke Knilz? Weil das ist scheißegal, wenn ich angreife. Jetzt kassieren wir noch Fettschelle. Also mir fehlt es tatsächlich ehrlich gesagt nur so bei den Zaubern, dass ich da so einen Massenzauber habe, der alle angreift und auch einen Massenzauber, der alle heilt. Also meine Seite. Nein! Boah, warum? Das finde ich ehrlich gesagt voll scheiße. Das war da wieder zu Stein. Boah. Ach, komm schon. Yo, auch noch Elaine oder was? Oh, verfehlt, Gott sei Dank. Komm, kann ich jetzt mal bitte hier irgendwie angreifen? Verfehlt, schön. Kann ich jetzt hier bitte mal irgendwie angreifen? Aska vielleicht, danke, ja. Grundschaden 180, hier drauf gekloppt. Der ist weg, der nervt nicht mehr. Oh, Alter, meine Fresse. Ich meine, Statusmagie kann echt sinnvoll sein und auch sehr, sehr mächtig. Ich persönlich bin nicht so der Statusmagier. Bei Guild Wars 2 war das ja immer so eine Sache, der, jetzt lass mich mal überlegen. Mit Illusionen. Mesmer. Genau, der Mesmer. Mesmer macht den Moment. Das ist ja auch irgendwie so eine Teesorte. Wird nur anders beschrieben. Ich möchte einmal mich heilen. Wir nehmen schwache Heilung. Weil, wow, puh, ich nehme gleich. Ich sollte mir echt nur Tränke nehmen. Der Zauber ist scheiße. Die ist echt zum Kotzen. Boah, Elaine ist gleich down. Alles klar, wir müssen einen Heiltrank nehmen. Komme ich nicht drum rum?
Und Volnar ist wieder da, habe ich gerade gesehen. Schön. Heiltrank war das ja. Einmal 700. Und jetzt... Nein, nein. Ach Mann, nein. Dann werde ich jetzt einfach an meiner Einkaufsliste weiterschreiben. So. Ich muss heute nämlich noch ein bisschen... Ich wollte gerade gucken. Nee, den Status hatte ich nicht. Für die Woche einkaufen. Da muss ich mir jetzt auch mal überlegen, was ich überhaupt mache. Also es wird auf jeden Fall gebratene Pilze mit Bacon geben. Weil das einfach geil ist. Muss man einfach so sagen. Deswegen schreibe ich mich mal auf Pilze. Und Bacon. Bacon. Ja, also es tut mir jetzt leid, ihr seid jetzt live dabei. Na, live wohl eher nicht, aber ihr seid mit dabei, meine Einkaufsliste zu vervollständigen. Yay! Deswegen werde ich mir schon mal meine Chefkoch-App rausholen. Ja, tatsächlich nutze ich. Und gucken, was ich denn Geiles machen konnte. Gedünstete Artischocken sehen zum Beispiel ziemlich geil aus, habe ich noch gar nicht gemacht. 8 Artischocken, die kleinen Lila mit Stiele. Ja, Stiele, Knoblauch, Zitronen, Gemüse drauf. Da kommt ja aber echt nichts dran, ne? Irgendwie eine Würzung. Pastinakenauflauf mit Möhren und Nüssen. Das klingt ja auch gut. Ich hätte Pastinakenpommes, die waren echt geil. 400 Gramm Möhren, 400 Gramm Pastinaken, 200 Rosmarin, 2 Knoblauch. Orangenschale lasse ich mal weg. Haselnüsse, Walnüsse oder Sonnenblumenkerne. Habe ich auch was? Creme Fraiche, 2 oder so. Käsekäse. Obwohl, wenn Kohlrabi wieder ein Angebot ist, mache ich vielleicht sogar eine Kohlrabi-Lasagne. Oh, Elaine ist mittlerweile down. Ja, guck mal, wenn du auf der App starrst, ne? Gefüllte Spitzpaprika mit Couscous. Mediterranes Ofengemüse. Ja, es gibt hier schon geile Sachen. Also da muss ich tatsächlich überlegen. Also ich weiß nur bis dato Pilze mit Bacon. Ich werde nächste Woche irgendwann auch eine Pizza essen. Dann möchte ich eigentlich nur noch Gemüse. Fuck, ich hab mich jetzt nicht heilen können, ne? Jupp, shit. Ja, aber ich wollte gerade sagen, einmal auf Elaine drauf und sie ist down. Warte mal, wir machen nochmal anders. Einmal bitte fliehen. Ich möchte immer noch fliehen. Klatsch den einfach mal bitte gegen eine Wand. Ist das jetzt dein Ernst? Boah, Leute, ich will einfach nur fliehen und mich eben heilen. Fliehen. Och, Kinders. So wird das nie etwas mit euch. Gut, Zucchini-Gratting sieht auch gut aus. Ich glaube, Zucchini war noch irgendwo in der Werbung. Tomaten habe ich, Zwiebeln habe ich, Knoblauch, Pepperoni. Ich glaube, ich bin noch in der Aufnahme. Ich hoffe es. Ansonsten gibt es im nächsten Part eine Überraschung. Wenn man einmal auf die falsche Taste kommt. Ach, Gottchen. Jo, jetzt können wir gerne ein bisschen fighten, denn ich bin richtig tight, wie du siehst. Voll geladen. Geil. Oh, hör mir doch mal auf mit deiner Scheiße da. Und hört auf zu verfehlen. Treff den Blödmann doch einfach. Ein Klumpen Augen, den kannst du einfach echt nicht verfehlen. Vor allem, wenn das Ding auch noch so riesen mega groß ist. Ich sag's dir, ey. Denn dann Augäpfel, die wachsen da echt wie so ein Pickel drumherum. Ist ja richtig widerlich, weg mit der Scheiße. Rausquetschen. So. Und tschüss. Okay, und jetzt habe ich feststellen müssen, ernsthaft, das hat sich hier gar nicht gelohnt, weil hier ist nichts. Ach, ich bin so blöd. Ich hätte genau gucken sollen. Ich hätte mir den ganzen Scheiß hier gerade sparen können, richtig? Das ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl, muss ich jetzt aber tatsächlich so sagen. Heiliger Sand, ja, das ist schön. Da haben wir irgendwie noch Geheimgänge, wo ich... Kann ich nicht einfach durch einen Shortcut, ganz ehrlich? Muss ich mir wirklich hier so die Mühe machen? Oh, geh mal weg. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier überall durch, was ich vorher nicht konnte oder nicht gesehen habe, dass ich es konnte. Und keine Ahnung. Darf jetzt einen super intelligenten anderen Weg gehen und... Ich hab genau den Gegner überrascht. Toll. Semmelbrösel. Was will ich mit Semmelbrösel? Laubblätter habe ich. Basilikum habe ich. Zucchini ist ja gar kein Problem. Parmesan habe ich auch. Butter habe ich keine. Finde ich auch nicht so geil, Butter. Hm. Grillkokos, Kohlrabi mit Minze. Oh, ich wollte schon sagen,
Ja gut, das ist mal wieder eine sehr langweilige Folge geworden, dessen bin ich mir bewusst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es wird ein bisschen spannender. Wir kriegen mehr Schalter umgelegt und endlich dieses beschissene Bruchstück. Noch viel Spaß und wehey!